Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zum Call of Duty Ghost Extinction Modus mit eurem Spooky VF. Und vorab möchte ich sagen, wir spielen hier wieder Point of Contact. Das Problem ist, der Ton hier ist weg, beziehungsweise mein Commentary ist so gut wie weg. Gucken wir, ob ich den Ton auch noch ein bisschen kriege, weil das ein Rauschen gibt. Also in der ersten halben... In der ersten Hälfte des Videos ist der Ton weg. Dann kommt er wieder. Irgendwie hatte mein Mikro einen Wackler oder sonst was. Es hat es hier nicht aufgenommen richtig mit starkem Hintergrundrauschen. Das muss ich also nachkommentieren, weil das kann ich euch nicht antun. Ja. Mal gucken, ob ich den Sound noch irgendwie bekomme, dass wenigstens ein bisschen Spielsound im Hintergrund läuft, ohne dass man das Rauschen hört. Wenn nicht, ist er eben jetzt hier am Anfang mal weg, leider. Das tut mir leid. Aber, ja, wie gesagt, ab 28 Minuten oder so wird's dann wieder, ist alles wieder beim Alten und läuft weiter. Da hat sich das Mikro wohl von selbst eingepegelt. Und wir versuchen natürlich wieder den Modus durchzumachen. Wir sind ja im Dorf sind wir gescheitert das letzte Mal. Dabei gibt es zu sagen, ich bin ja erst Level 19 zu diesem Zeitpunkt gewesen, oder ja, hat man es gerade gesehen. Ich war aber nicht schnell genug beim Gucken. Ja, ich habe eben noch nicht meine Standardausrüstung. Wie gesagt, es ist noch IMS und alles. Ich habe einen Tipp bekommen. Ich sollte doch das Riot-Schild austauschen gegen das Geschütz. Erstmal, das ist kein bemanntes Geschütz, das muss man selber bedienen. Und das finde ich eigentlich nicht gut. Das Riot-Schild ist bestens Slot auf der linken Seite, meiner Meinung nach, weil es gegen Angriffe von hinten schützt. Deswegen diesen Tipp kann ich jetzt... Ich danke dir für den Tipp, aber passt nicht zu meiner Spielart. Also ich schwöre auf das Riot-Schild auf der linken Seite. Klar, dort wo das IMS ist, auf dem rechten Slot... Dort gehört natürlich das Geschütz hin, auch in meiner Spielart. Aber das habe ich aber noch nicht, weil wir eben Level noch nicht hoch sind. Munition wird natürlich auch ausgetauscht, wird nicht die Brandmunition sein, sondern die panzerbrechende Muni, klar. Müssen wir uns aber auch erst freischalten. Und dann hat er eben noch gesagt, das Vulture spielen, aber die Vulture spiele ich nicht gerne, weil ich spiele ja eben die Geschütze. Ich kann nicht Vulture und Geschütze spielen, muss mich für eins entscheiden. Und deswegen denke ich, dass er da vielleicht auch einen Denkfehler hatte bei seinem Tipp, dass er, hat er selber geschrieben, es ist lange her, weiß es nicht mehr genau. Wahrscheinlich hat er, ja wie gesagt, auf der linken Seite kann man nur diese Geschütze, die man selber bemannen muss, auswählen, dass er da einfach, ja die Vulture kann man auch spielen. Aber ich spiele lieber die Geschütze, vor allem weil man dann zwei hat nachher und dann gehen die ab wie ein Schnitzel. Werdet ihr übrigens im nächsten Video sehen, das habe ich nämlich auch schon recorded zu diesem Zeitpunkt. Und da haben wir die Geschütze dann endlich und dann geht es dann heiß abgehen, Leute, abgehen. Und ja, ihr seht, die Aliens werden geschnetzelt, wir machen hier die Präzisionsherausforderung. Und ich kann schon vorab sagen, was ändert sich in diesem Gameplay gegenüber dem letzten? Wir... kommen weiter. Also im letzten Mal. Wie weit? Das seht ihr dann, wenn ihr das Video bis zum Ende guckt. Und ich gehe später auch noch auf einen kleinen Trick ein für eine Trophy. Ja, das wird später wieder im automatischen, im altbekannten Commentary-Stil ja, stattfinden, weil dann ist der Ton wieder da, wenn ich das mache. Ja, und ansonsten ist es hier das gehabte Spiel. Erstmal Punkte sammeln, Fähigkeitspunkte. Ich habe übrigens auch die Brandmunition noch mal ein bisschen verbessert. Man kann ja jetzt hier Ausrüstung, ja im Ausrüstungsshop sich verbessern durch die Zähne, die man findet von den Aliens. Und da habe ich jetzt Brandmunition noch mal verbessert, dass das noch mal ein bisschen mehr Damage macht. Ja, ansonsten habe ich dort jetzt zu diesem Zeitpunkt hatte ich dort noch nichts verbessert. Mittlerweile habe ich noch mal ein bisschen mehr verbessert, weil ich Zähne habe. Es gibt noch eine Neuerung, noch was Neues. Nicht eine Neuerung, sondern was Neues. Nämlich habe ich mir alle vier DLCs gepeilt. Und das heißt, wir können den Extinction Mode ausgiebig zocken in dieser Reihe, wenn ihr Bock drauf habt. Den anderen Maps kenne ich mich natürlich nicht so aus. Ich habe auf der Xbox 360 hauptsächlich Point of Contact gespielt. Allerdings habe ich auch die Map Nightfall habe ich noch gespielt, ja. Und die war schon stramm solo. Ob wir das solo schaffen, das kann ich an dieser Stelle gar nicht sagen. Ich weiß es nicht. Und wie die Folgemaps sein werden, weiß ich auch nicht, weil die habe ich noch gar nicht gespielt. Das wird komplett neu für mich sein. Wir werden es versuchen. Ich werde auf jeden Fall ein Video dazu machen, wenn ihr Interesse daran habt. Und ja, probieren wir es einfach mal. Ne? Ich würde sagen, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Vor allem gibt es ja viele neue, coole Sachen. Jetzt können wir auch uns noch besser verbessern. Für 1000 Alien zählen, das ist eine utopische Summe, aber okay. Können wir nämlich zum Beispiel zwei
Klassen wählen, wie den Waffenspezialist und den Sanitäter. Und mit jedem Punkt, den wir auf den Waffenspezialisten dann quasi drauf machen, steigt auch unser Sanitäter. Klar, kostet 1000 Alien-Zellen, das ist ein Haufen Zeug, muss man sich ein bisschen farmen. Da muss man schon ein bisschen spielen, bis man das hat. Aber dann hat man auch richtig brutalen Vorteil, muss ich sagen. Es gibt auch noch für 50 zum Beispiel, dass man ein Hypnomesser in Reno auf seine Seite ziehen kann mit dem Hypnomesser. Das geht ja standardmäßig, geht das nicht. Nur mit dieser Verbesserung. Und das kann uns natürlich auch große Vorteile verschaffen. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal. Jetzt machen wir, ja, seht ihr, habt es gesehen, das altbekannte Spiel. Propangastanks hinten ans Nest bringen, dass wir das nachher schnell erklären können. Ja, und hier wieder die Herausforderung machen, ne? Pistolenkills. Das werden wir uns auch noch ranhängen. Ob wir das packen, solo, mit allen Herausforderungen abzuschließen. Was denkt ihr? Schaffen wir das mal in nächster Zeit? Oder eher nicht? Würde mich mal eure Meinung dazu interessieren, ob er mir das zutraut. Ja, ne, also alle Challenges abzuschließen und zu flüchten. Das gibt nämlich auch eine Trophy übrigens. Das habe ich mal gepackt mit dem Sin Expression. Hier, schöne Grüße an den Sin Expression, meinen Nachbarn. Das war eine geile Tour, ey. Haben wir da gerockt, ey. Wie hieß die Trophy? Oder auf der Xbox der Erfolg? Komplett durchgedreht, ne? Das sind wir auch. Ja. Gute Teamspieler braucht das, braucht die Welt. Und an dieser Stelle möchte ich auch gerne The Black Dragon LP erwähnen. Das ist auch ein Let's Player. Mit dem habe ich gestern im Dual hier, ne, vorgestern war es, im Dual den Point of Contact abgeschlossen. War sehr schöne Tour, hat super geklappt. Wir haben zwar ein bisschen mit den Herausforderungen gefehlt am Anfang, ich besser gesagt, aber dann lief es ja. Und da haben wir das Ding gerockt, ohne Knockouts und so weiter und so fort. Fand ich schön, hat super geklappt, hat Spaß gemacht. Und ich möchte mich auch bei dir bedanken, denn von ihm habe ich den Black Ops 3 Key bekommen für die Beta. Ich habe es ja nicht vorbestellt, aber dann von ihm den Key bekommen, konnte dann auch die Beta ein bisschen suchten. Gibt es ja auch ein Video auf meinem Channel dazu, angezockt Nummer 7, Call of Duty Black Ops 3 Multiplayer Beta. Könnt ihr, wenn ihr Bock drauf habt, auch mal reingucken. Reingucken und schlucken. Meine beliebten Reime wieder mal. Ich weiß, die sind total mies, aber dafür spiele ich wenigstens gut. Okay, ab und zu. Ganz neu auf meinem Channel ist Until Dawn. Auf das Spiel habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind. Man konnte in dem Alter von 16, also damals vor 80 Jahren ungefähr, konnte man Teenieslöcher nur schauen. Gab kaum gute Spiele in dieser Richtung. Jetzt hat man die Möglichkeit, auch Teenieslöcher zu spielen mit Until Dawn. Und ich habe es angespielt. Ich habe eine Stunde ungefähr bis jetzt gespielt. Direkt natürlich Let's Play. Muss ich sagen, richtig geil. Das Spiel hat mich direkt gepackt und ich feiere das. Es ist wirklich Teenie-Slasher mit allen Klischees, die dazugehören. In dieser einen Stunde hat man das schon gemerkt. Es ist echt so, als würde ich einen Film gucken, den ich selber steuern kann. Das ist fantastisch. Also, das Warten hat sich gelohnt. Ich bin gespannt, wie sich es weiterentwickeln wird, das Spiel. Aber so viel dazu. Wir bleiben hier mal Call of Duty Ghost-mäßig unterwegs. Wenn ich so viel über andere Sachen labern, passt nicht ganz so unbedingt, aber ein bisschen labern. Wir haben ja Zeit, das Video geht ungefähr über eine Stunde. Ja, da kann man ja auch mal ein bisschen andere Sachen ansprechen. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Ich könnte auch den ganzen Tag euch erzählen, wie sehr ich diese abgefuckten Alien-Motherfucker hasse, die hier meinen Bohrer versuchen zu zerstören. Finde ich nicht so cool. Obwohl, das wäre vielleicht auch gut. Ey, du Alien-Motherfucker! Warte, 5 Sekunden Pause. Ey, du Alien-Motherfucker, runter von meinem gottverdammten Bohrer! Nee, Spaß beiseite. Ja, wie gesagt, wenn wir die volle Ausrüstung haben, wird es natürlich noch ein Video geben. Abgedreht ist es schon. Und dann seht ihr mal, wie ich mit meiner originalen Taktik spiele, mit meiner richtigen Solo-Taktik. Natürlich noch ohne Relikt. Weil ein Relikt kann ich erst aktivieren, wenn ich Prestige bin. Bin ich jetzt mittlerweile auch. Nach dieser Tour mit Black Dragon LP war ich dann Prestige.
Da könnte man dann auch mal noch mit einem Dings spielen, mit einem Relikt. Also Multiplikator auf Deutsch gesagt, ne? Ja, auf Deutsch gesagt ist gut. Flachwitz. Flachwichser wollte ich gerade sagen. Oh, Collateral mit der Magnum. Yeah! Alienhörner fliegen durch die Luft. Yeah. Zack. Ah, hier seht ihr. Also bis jetzt haben wir alle Herausforderungen hier gepackt zu diesem Zeitpunkt. Das ist nice, weil wir brauchen es einfach, um so schnell wie möglich abzugraden. Das ist später auch wichtig. Mit den Geschützen ist es noch wichtiger, weil die Geschütze müssen schneller hoch als das IMS. Das IMS, das kann man noch verkraften, wenn man das erst gegen Ende aufwertet. Aber die Geschütze müssen eigentlich schon, weil die machen das Spiel nachher aus. Und wir müssen natürlich aber trotzdem auch gucken, dass wir am besten zwei Waffen tragen können, dass wir den 50% mehr Waffenschaden haben. Da müssen wir alles drauf achten und deswegen ist es später wichtiger noch, die Herausforderungen abzuschließen, als es jetzt schon ist. Und jetzt ist es auch wichtig. Die Herausforderungen sind immer wichtig. Vor allem im Hardcore-Modus. Ich habe den Hardcore-Modus angespielt und versucht und bin tatsächlich bis in die Stadt gekommen, bis ans letzte Nest in der Stadt. Und da wurde ich dann eiskalt über. Weil das Problem ist, im Hardcore-Modus machen die Elden keine Pausen. Ich habe so versucht zu spielen wie jetzt. Hier, mal zwischen den Nesten mal ein paar Propangastanks ans Nest zu bringen. Ja, aber die Aliens kommen dann direkt nach. Man hat kaum Zeit für irgendwas zu managen oder zu regeln oder seine Geschütze anders zu positionieren. Die greifen dich also quasi kontinuierlich an. Das ist das erste große Problem. Aber das ganz, ganz, ganz große Problem beim Hardcore-Modus ist, dass man nur einen Fähigkeitenpunkt bekommt. Und zwar, wenn man die Herausforderung packt. Wenn man das Nest abschließt, gibt es nichts. Ja, und das ist heftig. Das ist eine ganz andere Herausforderung. Ja, nicht, dass ich davor abschrecken würde, weil ganz ehrlich gesagt, eine Herausforderung ist eine Herausforderung. Ich nehme sie immer gerne an. Aber ich bin dann im zweiten Nest, bin ich dann gescheitert. Können wir vielleicht auch mal bei Gelegenheit noch probieren, genauso wie den Chaos-Modus, den können wir eigentlich auch mal anspielen innerhalb dieser Serie. Je nachdem, wie Bedarf besteht, ihr könnt ja auch gerne mal in die Comments posten, was er gerne noch sehen würde. Hinsichtlich Extinction Boat, etc. Ja, würde man dann helfen, auf eure Bedürfnisse und eure Wünsche einzugehen. Wie gesagt, das ist keine Verpflichtung. Ihr müsst es nicht, ihr müsst es auch nicht gucken, wenn ihr keinen Bock habt oder wenn er sagt, das Ding ist ja eh schon Asbach, ne, ewig alt. Dann ist es eben so. Stimmt ja auch. Aber es macht trotzdem noch Spaß. Vor allem, weil ich eine längere Auszeit hatte. Also ich fand den Alien-Modus hier, den finde ich richtig geil. Vor allem, weil man ihn wirklich mit einer gewissen Strategie und Taktik kann man das Ding locker solo packen. Also zumindest mal diese Map. Und das gefällt mir. Beim Zombie-Modus bin ich mir nicht so sicher, ob das so ohne weiteres. Also packen geht ja eh, glaube ich, gar nicht. Ich weiß nicht, kann man ab Black Ops 2 den Zombie-Modus eigentlich packen? Weil ansonsten kommen ja eigentlich immer unendlich Wellen. Ich glaube, das ist dort auch so, ne? Ich finde, das ist halt auch das Mango an dem Zombie-Modus gewesen, wenn man etwas nicht durchspielen kann. Ja klar, es reizt, ich will eine Welle höher kommen, als ich vorher war. Oder eine Welle höher kommen, als mein bester Kumpel gekommen ist. Aber ist ein ganz anderer Reiz, wenn man was abschließen kann, wenn man was durchspielen kann, wie hier den Alien-Mode, ne? Dann freut man sich einfach. Dann sagt man, yeah, ich hab's gepackt, solo. Bob, auf den Arsch her. Arschbombe. Arschbombe vom Balkon in den halben Meter hohen Pool oder so. Es ist ein anderes Feeling. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Wenn ich einfach nur endlos Spiel habe, dann kann ich ja nicht sagen, irgendwann ich bin gescheitert, richtig, oder ich hab's einfach mal gepackt. Nein, man hat es eigentlich nie gepackt. Es würde ja immer noch irgendwie weitergehen. Auch wenn es absolut schwer dann ist, noch irgendwann weiterzukommen, dann will er. Aber es ist rein theoretisch möglich, nochmal weiterzukommen. Man kann nie sagen, man hat einen Abschluss gefunden. Hier findet man es. Und das Einzige, was man sagen kann, man kann sich nochmal ein bisschen verbessern. Man kann noch eine Schippe drauflegen, noch ein Relikt mehr oder so, um mehr Punkte abzustauben. Aber man hat es eben geschafft. Ne? Man hat es abgeschlossen. Und das ist, finde ich, das ist etwas. Ja, was man einem nicht mehr nehmen kann. Und das gibt's beim Zombie-Modus eben nicht so. Und deswegen mag ich den Alien-Modus momentan ein bisschen mehr als den Zombie-Modus. Auch wenn ich den Zombie-Modus auch gerne spiele. Ich finde auch nice, was im Zombie-Modus geht und möglich ist.
Könnt ihr auch mal eure Meinung schreiben. Würde mich mal interessieren, wie das so die Allgemeinheit sieht. Was bevorzugt ihr hier? Extinction Mode oder den Zombie Mode von den Black Ops Teilen? Oder World at War Teil? Wie gesagt, ich mag beide. Also nicht so, dass ich jetzt sagen würde, der Zombie Mode ist scheiße oder sowas. Nee, nee. Ganz im Gegenteil. Ich habe den auch richtig gefeiert und lange gespielt. Aber Extinction Mode ist auch nicht direkt vergleichbar mit ihm. Das muss man eben auch sagen. Weil es eben doch ein ganz anderer Modi. Ja, ihr kennt das, ne? Ist ein ganz anderer Modus. Und ja. Jetzt können wir unsere zweite Waffe kaufen hier wieder. Wie immer M27IA. Diesel-Style. Standard bei mir. Die hole ich immer. Den Todbringer hole ich mal nicht mehr. Wir spielen nämlich hier auch eine andere Taktik. Ich glaube, beim ersten Video habe ich den Todbringer. Ne, da so weit war ich gar nicht. War ich gar nicht beim. Habe ich mir doch, ich habe mir doch die AK gekauft. Normalerweise spiele ich immer mit der AK und der M27IA. Das ist so mein Standard. Versuche natürlich immer noch fleißig die Herausforderung immer zu machen. Versuche ich immer, egal in welchem Nest, egal wie viele Punkte und wie viele Herausforderungen wir schon gepackt haben. Ich versuche immer, die Herausforderung abzuschließen. Außer bei manchen, wo ich weiß, das ist jetzt sinnlos. Das geht nicht, da gehe ich drauf. Dann lasse ich es. Weil das ist dann nicht Sinn der Sache. Ja, auf jeden Fall, was ich schon mal direkt sagen kann, eine Premiere, ich habe den Extinction-Modus nur gepackt mit den Geschützen. Also damals auf der Xbox, als ich gespielt habe, habe ich immer nur den Extinction-Modus gepackt, als ich Geschütze hatte. Natürlich gehe ich jetzt hier mit einem anderen Hintergrundwissen dran, weil ich kenne mich im Extinction-Modus schon aus. Auf der PlayStation habe die Geschütze noch nicht. Also so weit bin ich früher nicht gekommen ohne Geschütze, wie ich es jetzt schon gekommen bin. Rein theoretisch denke ich, lässt es sich machen. Wir könnten es tatsächlich schaffen. Auch mit dem IMS. Es wird aber nicht leicht. Vielleicht packen wir es ja. Drückt mir die Daumen, Leute. Wie gesagt, und schreibt in die Comments. Das würde mich echt interessieren, ob ihr mir zutraut, dass ich den Extinction-Modus im Solo hier auf Point of Contact mit allen Herausforderungen abschließen kann und fliehen. So, haben wir die Muni ein bisschen aufgerüstet. Das ist eben blöd, wenn man alleine ist, wegen der Brandmuni. Da kriegt man ja auch nicht so die ganze Muni-Kapazität. Leider leidet die drunter, wenn ich jetzt mit den Geschützen spielen, weil da muss die Muni drunter leiden. Aber das ist auch nicht schlimm, weil die Geschütze uns ja auch viel Muni ersparen. Das ist eben dann nochmal so der Vorteil im Nachteil, ne? Wie sagt man so schön, jede Medaille hat eine Kehrseite. Es muss nicht immer nur negativ sein. Manche Medaillen sind auch vom Grunde her negativ und haben eine positive Kehrseite. So viel zu Optimismus. Immer das Positive sehen, junger Padawan. Aber ich glaube, ich habe hier schon mehr Aliens getötet als der Master Chief in seinen besten Jahren. Und daher muss man ja auch optimistisch bleiben. Spooky 4F, the Master Chief. Auf der Jagd, wenn das Rudel tollt. Ja, One-Man-Army-Style. Ladies and Gentlemen. Und manche fragen sich, wie ich es schaffe. Ich habe das Mal einen Kommentar bekommen. Ich würde. Sie wären froh, wenn sie so viel quatschen könnten wie ich über das ganze Video. Ja, ich weiß ja auch nicht. Ich quatsche eben den ganzen Tag Scheiße anscheinend. Das hebe ich mal den ganzen Tag auf. Und bei der Aufnahme kommt alles raus. Nee, ich labere eigentlich prinzipiell. Recht viel, je nachdem, kommt immer drauf an, was es eben zu sagen gibt. Ja, und durch die jahrelange Videoproduktion bei YouTube ist das irgendwie ja schon normal. Ich brauche mich da eigentlich gar nicht mehr anzustrengen, das sprudelt einfach raus. Teilweise, da brauche ich gar nicht. Man merkt auch, dass ich manchmal nicht nachdenke beim Reden. Da weiß ich auch teilweise gar nicht, was ich eigentlich sagen wollte, wenn ich mich dann verhadle oder so. Ja. Also freut mich auf jeden Fall, das hört man immer gerne, wenn man dann solches Lob dann auch bekommt irgendwie, in irgendeiner Form. Wie in diesem Fall jetzt, ja, ich würde auch gerne so viel labern können wie du machst das toll. Ja, da freut man sich. Ein bisschen positives Feedback für die ganze Arbeit, die man da reinsteckt,
Ist nice. Ich hätte jetzt auch das Video können so hochladen, zum Beispiel nur, ich will jetzt nicht sagen, was für ein Größeres ich bin oder sonst irgendwas, ne? Aber ich könnte jetzt, rein theoretisch hätte ich jetzt zum Beispiel das Video auch so hochladen können, wie es war, ne? Wie ich es aufgenommen habe und sagen, ja, okay, jetzt ist eine halbe Stunde mein Ton weg oder schlechte Tonqualität, das könnte ich jetzt machen, aber nee, ich setze mich wirklich hin und mache dann quasi die doppelte Arbeit, weil ich jetzt ja wieder das Ganze kommentiere. Aber ich will im Endeffekt eben, das will ich eben auch einfach machen. Das gehört für mich dazu, wenn ich was abliefere, dann sollte es auch die bestmögliche Qualität, die ich rausholen kann, sollte es bieten. Das ist eben so was Spezielles von mir, das will ich eben. Ne? Manchmal ist eben das Maximum ein bisschen weniger wie ein andermal. Es kommt immer darauf an, was schiefgegangen ist oder ob was schiefgegangen ist oder ob man irgendeinen Fehler gemacht hat. Das passiert natürlich auch. Viele Sachen sind auch neue oder wenn man neue Sachen probiert, man will sich auch weiterentwickeln, dann entstehen eben auch Fehler. Ich denke, das sollte jedem klar sein. Und dann ist aber manchmal die Qualität nicht so, wie man sie selber gerne hätte. Das weiß man ja auch dann. Das weiß man ja dann auch. Aber man kann dann eben nichts dagegen machen. Hier in dem Fall kann ich eben was dagegen machen und dann scheue ich auch keine Mühe, das zu tun. Weil, ja, im Endeffekt soll ja euch das Video nicht nur gefallen, sondern mir auch. Weil ich will keine Videos produzieren, die mir selber nicht gefallen würden. Das ist für mich, ist, dann könnte ich auch Mickey Mouse, oder nee, Mickey Mouse würde mir noch gefallen, das ist ein blödes Beispiel, dann könnte ich auch mein Pferd und ich zwei rekorden oder so, ne, wenn ich Videos haben wollte, die mir nicht gefallen. Auch ein doofes Beispiel jetzt einfach. Aber es geht ja darum, dass mir der ganze Mist auch gefällt. Und dann sollte es euch natürlich gefallen und dann muss man auch gucken, dass die Quali dementsprechend ist. So dass ich zumindest mal zufrieden damit bin. Aber manchmal Facecam bei den Spielen, wo es sich für mich lohnt. Ich muss sagen, mache nicht zu allem Facecam, weil das ist ehrlich auch in manchen Videos meiner Meinung nach stören würde. Wie bei Until Dawn jetzt, um nochmal zurückzukommen auf Until Dawn, tut mir leid, aber ich muss jetzt gerade noch einmal zurückkommen, weil es gerade beispielsmäßig gut passt. Ja, bei Until Dawn ist ja ein Horror-Survival-Spiel mit Schockeffekten. Und da könnte ich ja rein theoretisch eine Facecam reinmachen, wäre ja bei Horrorspielen gar nicht mal so wegzudenken. Aber meiner Meinung nach ist Until Dawn mehr ein Film, den man spielt, als ein Spiel an sich. Und deswegen habe ich dann mich entschieden, die Facecam mal wegzulassen, bei der ersten Aufnahme zumindest, um zu gucken, ob die Facecam nicht störend wirkt. Und meiner Meinung nach, das was ich jetzt gesehen habe, würde die Facecam wirklich ein bisschen eher stören, als sie was bringt. Weil sie eben dieses Filmfeeling wegholen würde, meiner Meinung nach. Und das, da entscheide ich mich jetzt wahrscheinlich dafür, dass die Facecam wegbleibt. Also nicht so sehr passt, wie ich mir das wünschen würde. Ja, so viel dazu, ne? Da sieht man sich, man macht seine Gedanken über alles. Keine Entscheidung ist unbegründet. Und jede Entscheidung birgt Konsequenzen. Um wieder auf das Schmetterlingssystem von Until Dawn zurückzukommen. Tut mir leid, ich bin momentan ein bisschen auf dem Spiel hängen geblieben. Das hat mich eben so begeistert. Da müsst ihr ja jetzt vorlieb damit nehmen, dass ich euch wahrscheinlich die Ohren voll sülze damit. Ja. So, da sind wir jetzt. Nee, wir sind noch nicht am Abschlussnest. Noch ein Nest müssen wir machen. Ah, hier, die Propangastanks, seht ihr, da sind kaputt gegangen, eben bei einer Aktion. Aber bis jetzt haben wir alle Herausforderungen geschafft sogar, oder? Krass. Aber irgendwo, ich glaube, ich müsste lügen, aber ich meine, hier wird auf jeden Fall noch ein Fail basieren von der Herausforderung. Nicht, dass ich nicht wüsste. Nee, ich habe die Herausforderung nie nicht gepackt. Niemals. Ah, ich weiß, glaube ich, woran es scheitert. Ja, doch, ja, es scheitert. Ja, ich weiß, woran. Dieser Drecksmission. Zu der werde ich kommen, da werde ich mich auch nachher ein bisschen wundern drüber, warum die Falle nicht tötet mehr. Aber das ist bei dem Nest irgendwie funktioniert.
Also bei dem Nest, wo später die Herausforderung fehlschlägt, ist mir das jetzt schon öfters passiert, ist die Herausforderung schon öfters fehlgeschlagen, weil ich weiß nicht, was ich dort machen soll. Die Fallen funktionieren irgendwie nicht so, wie ich das gerne hätte. Ja, man muss Gegner mit Fallen töten, ne? Und ja, klappt nicht so richtig. Aber egal. Schade, aber ist eben so. So, jetzt haben wir hier. Schalten Sie 5 Feinde mit Geschützen aus, bevor das Nest zerstört ist. Wenn er mit Geschützen spielt, ist das sowieso kein Thema, weil, ja, das ist eine sehr dankbare Herausforderung. Aber so ist es in der Regel auch kein Problem, weil eigentlich fast überall auf jedem Nest, wo die Herausforderung aufblinkt, ist auch ein Geschütz, also auf jeden, ja, doch auf jedes Nest gerichtet. Also sollte man eigentlich immer die Möglichkeit haben, mit dem Geschütz hier das Ganze zu klären, die Herausforderung. Und ein paar Aliens von der Erdoberfläche verschwinden lassen. So, ah, da sind wir schon bei 25 Minuten. Na, seht ihr mal, mir kommt es gerade so vor, als ich weiß gar nicht. Schon wieder so viel gelabert. Zeit verfliegt ohne Ende. Ja. Oder können wir, dann dürft ihr gleich den richtigen Dings, oh Mann, was soll ich sagen? Achso, ja, den Originalkommentar dürft ihr dann wieder hören. Und ich kann direkt ans nächste Video gehen und weiterarbeiten. Ja, so ist das eben, ne? Passt schon. Macht ja auch Spaß. Deswegen mache ich es ja. Vollblut-Gamer. Und ja. Vor allem macht es Spaß, diese Videos dann nochmal zu machen. Teilweise selber zu sehen, was man so gezockt hat und wie man gezockt hat, macht manchmal auch Spaß. Also ich gucke sie ja, die Videos teils selber, nicht ganz, dafür habe ich eben einfach auch gar nicht die Zeit, nochmal meine ganzen Videos zu gucken. Ich bringe jeden Tag zwei Uploads raus und da habe ich gar keine Zeit, meine ganzen Videos zu gucken. Ich überfliege sie beim Schneiden eben und überfliege sie beim Render, beim Beschreibung schreiben. Da überfliege ich es auch wieder und da sieht man dann ja doch schon einiges. Manchmal bleibe ich auch drauf hängen, manchmal gucke ich so wirklich dann bis zu Ende, wenn es mich gerade interessiert oder wenn ich nebenbei was anderes mache. Aber ich gucke ja auch gerne mal bei anderen YouTuber rein und wenn ich jetzt meine Videos würde gucken selber, dann hätte ich gar keine Zeit mehr für andere YouTuber zu gucken. Das geht nicht. Ich habe so kaum schon Zeit. Klappt nicht, ne? Ich arbeite ja noch Vollzeit. Und dann ist das Ganze sowieso. Ich bin schon froh, dass ich es schaffe, diese 2 Videos am Tag. Ich habe schon überlegt, ob ich mal auf 3 hochspringen soll. 3 Videos am Tag, weil ich so viele Projekte auch habe. Das Problem daran ist einfach, ich müsste irgendwann die Zeit finden, die zu schneiden und zu rekorden. Das Hochladen an sich ist nicht schlimm, weil wenn ich auf der Arbeit bin, kann ich locker hochladen. Da lädt er mal schön hoch. Aber ich brauche ja das Material zum Hochladen. Das ist so das Problem. Und das immer zum richtigen Zeitpunkt parat zu haben, das ist nicht so einfach. Bei 2 Videos habe ich mal. Also bei 2 Videos pro Tag habe ich mal ja was ange so ein, wie kann man sagen, so ein Prozess angewöhnt, angearbeitet. Weiß ich genau, was ich mache, um es zu verwirklichen. Prinzipiell heißt es ja, du bringst 2 Videos am Tag, du musst 2 Videos am Tag aufnehmen, schneiden und hochladen. Diesen Prozess mache ich natürlich nicht so, weil dann wäre ich jeden Tag quasi kontinuierlich beschäftigt. Ich mache immer mehrere Videos. Ich nehme ja meistens mindestens 1 Stunde auf. Also eine Aufnahmereihe ist mindestens 1 Stunde. Und dann, ja, dann das Renderen mache ich auch meistens 4 bis 6 Videos am Stück fertig. Da rendere ich 3 meistens, wenn ich schlafen gehe und wenn ich dann morgens aufstehe, die nächsten 3 auch noch, während ich dann auf der Arbeit bin, dabei nebenbei noch die Uploads, dann habe ich in 2 Tagen, wenn es gut läuft, 2, 3 Tagen habe ich dann die ganze Arbeit für die ganze Woche gemacht und habe den Rest der Woche eigentlich mehr oder weniger frei. Natürlich muss ich dann noch, die Beschreibungen habe ich dann meistens noch nicht geschrieben. Die kommen dann, die mache ich dann immer wirklich täglich, die 2 Beschreibungen, weil ansonsten wird es zu viel und da kriegst du Kopfkino, was weiß ich alles, wenn du da immer nur Beschreibungen schreibst die ganze Zeit. Ja, so viel zu meiner Produktion. Das würde also dann auch gehen mit 3 Videos, aber müsste ich dann prinzipiell in der Woche 21 Videos hochladen. Das wird ein bisschen schwer.
zu verwirklichen. Aber es kann, wenn ich mal ein bisschen auf Vorrat gearbeitet habe, könnte ich vielleicht mal hingehen und gucken, dass ich dann an vereinzelten Tagen mal 3 Videos rausbringe. Vielleicht geht das mal. Mal gucken. So, ich lasse euch jetzt wieder alleine und ihr erlebt das Original-Commentary. Ich hoffe, euch hat das nachgearbeitet noch gefallen und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit dem Video. Bis dahin, euer Spooky5. Sehr praktisch. Prozent Präzisionsherausforderung, obwohl die eigentlich noch nicht mal so schwer ist. Also die habe ich bis jetzt immer gepackt. Alles nachgeladen, ja. Auf geht's. Auf geht die wilde Fahrt. Ich spiele jetzt lieber hier ein bisschen mit der AK-12, weil hier kommt dann auch noch ein Reno. An diesem Nest sind wir das letzte Mal ja verendet. Ja, 50% Präzision. Warte mal, das EMS hier hinstellen. Schön mit Tippbetrieb schießen. Wo ist denn der Skorpion? Den müssen wir wegmachen. Ah, das ist nämlich widerliche Mistviecher. Machen wir uns mal Rüstung hier. Ah, hier war noch was zu suchen. Das ist besser als zu diesem Zeitpunkt die Meteoriten. Weil die sind eklig. Zu diesem Zeitpunkt. Obwohl, jetzt habe ich auch schon Mündungsbremse. Jawohl. Nehmen wir die gerade auf die AK drauf. Das stellen wir mal näher hier ran. Später immer noch mit nach oben holen. Die Hälfte haben wir schon. Ging ja schnell. Oh, da ist schon der Reno. Wo ist er dann? Jawohl. Nice.
Upsa. Oh, macht schneller. Boah. Jawohl, geschafft. Sehr schön. Wir verlieren nicht den Bohrer. Die Welle ist doch schon lang vorbei. Bleib doch mal locker. So, jetzt machen wir die Muni voll. Und wir haben hier noch mehr Ziele zu erledigen. Maximale Panzerung für das Team ist eigentlich uninteressant. Wie viele von den Dingern gibt es denn noch? Gehen wir hier mal zunächst auf die Sprengsätze. Weil die brauchen wir jetzt auch bald. Alles mal nachladen. Ja, genau. Muni. Sehr praktisch. Haben wir hier irgendwo was zum Sammeln? Hier können wir noch den Hubschrauber als Unterstützung holen. Aber ansonsten ist hier nichts. Raketenwerfer wäre noch hier. Dann gehen wir mal ans nächste Nest. Welches ist das? Ist das? Ja, cool. Okay. Das ist gut. Hier kommt bestimmt mit Fallen ausschalten. Das habe ich das letzte Mal nicht gepackt. Ja, mit Fallen aus. Ne? Obwohl ich 3 Fallen an hatte. Das ist nicht gerecht. Warte, ich nehme die auch noch an. Trotzdem hat es nicht gereicht, für diese scheiß Viecher kaputt zu machen mit den Fallen. Weiß ja auch nicht warum. Aha. Hatte, glaube ich, sogar nur einen. Siehst du, die sterben nicht mehr durch die Fallen. Das ist so unglaublich. Sieht ja keiner durch die Fallen, ne. Kein Schwein stirbt durch Fallen. Oder ich wahrscheinlich. Das Trophy-System hat es abgefangen hier. Was? Achso. Was sitzt denn da drauf, ey? Sag mir das doch. Ja, Fallen, ne? Geht nicht. Toll. Das ist jetzt alle Herausforderungen geschafft und jetzt geht's nicht, weil wir ja, die fallen, weil die keinen töten anscheinend. Ja, das ist unglaublich, ich verstehe das nicht. Geld war schon gewesen, diese Fallen. System wieder. Das ist ein schönes Teil. Hau ab jetzt. So. Geht's wieder in den Showdown dort hinten in das Nest. Scheiße, ey. Wir haben hier noch mehr Ziele zu erledigen. Sehr praktisch. Ja, sehr praktisch. Da oben. Ja, komm. Nerv nicht mit deiner Verbesserung. Hier nochmal. Sprengsätze werden schneller abgefeuert. Okay. Jetzt kommt bestimmt ein Skorpion im Nahkampf zerstören. Das ist eigentlich auch noch ganz gut möglich. Nee, in 30 Sekunden den Aussätzigen. Okay. Stimmt, das gibt's ja auch noch. Scheiße. Hier, den ersten Skorpion, den kann man nämlich dann normalerweise immer ganz gut holen. Ich hab's geschafft, cool. Mein IMS hat's gemacht. Yeah. Dankeschön. Esminen, jawohl. So, noch besser. Aber die heben wir uns auf. So, hier immer auf Skorpione abgestellt. Stellen verteilt. Ansonsten kann man hier in der Ecke eigentlich immer ganz gut spielen, aber man muss eben aufpassen. Ah, ich sehe den nicht. Skorpion, keiner. Weste. Ach,
Das war gerade im richtigen Moment, das hier, das Schild. Oh, da ist ein Skorpion. Dass sie immer gerade in dem Moment kommen, wo ich einen Nachladebutton drücke. Bohrer müssen wir auf jeden Fall reparieren, weil da kommt nachher noch ein Reno an dieser Stelle hier. Oh Mann, müsst ihr jetzt gerade kommen, ihr Scheißviecher. Die Waffe möchte ich ja gerne nachladen. Wir brauchen noch einen Primo. Mal gucken, dass die jetzt gleich fit ist, weil der kommt jeden Moment. Lieber mit der spielen, solange es geht. Ja, Skorpione, jetzt müsste auch gleich dann der Reno aufschrei kommen. Ja, ich glaube, jetzt kommt er. Ja, da hat man es gehört. Reno kommt. Jetzt bauen wir das Ding hier hin. Warten, bis der Reno kommt. Ja, was ist denn der? Und dann rennen wir runter. Da ist aber Reno. Oh. Gerade erwischt. Ich habe den gerade aufs Dach geschossen, oder was? Ey, gib mir Muni. Mal müsste der Bohrer jetzt aus. Ja, ich wollte gerade sagen, das müsste er schaffen. Wo sind dieser Skorpion-Penner? Brauchen wir mal ein bisschen Geld. So, mitgeholt. So, das heißt, wir haben ja nochmal zwei Fähigkeitspunkte. Merklich größeren Schaden. Boah, wunderbar. Ey. Wir hätten alle Herausforderungen bis jetzt gepackt. Oh Mann, das ist so mies, ey. Da hätten wir brauchen nur noch die eine und da hätten wir wirklich die Trophy bekommen können, alle Herausforderungen zu packen. Nur wegen dieser einen Scheiße, weil die Fallen nicht töten. Das ist so Pisse. So eine bescheuerte Pisse. Hier mal kurz verschnaufen. Was war da? Da hat was gelegen zum Suchen, oder? Nee? Hab ich doch so versehen. Was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Ich wollte kurz die Muni überprüfen. Ja, echt noch, also brauchen wir keine neue zu kaufen. Was ist denn die nächste Verbesserung von der? Ah ja, bis zu 6 Explosionen. Aber das hier wäre eigentlich noch ganz gut, wenn wir das packen. Ja, der Bohrerzustand unter 50%. Das habe ich bis jetzt eigentlich auch immer gepackt. Boah, ey, was trifft mich denn da so hart? Am Arsch. Boah, wo ist denn dieser Dumme? Hier kommt nämlich kein Reno. Erst im letzten Mist, da kommen glaube ich zwei sogar. Und das ist das, wo ich immer gestorben bin. Jetzt. Hoffe, dass wir das ausbügeln können heute. Hier. Live durch. Mal eben kommt Sucher. Wir können nicht mehr Geld tragen. Ja gut, da holen wir uns nochmal eine Schutzweste, ist egal. Ja, jetzt. S vorher. Gucken, dass wir das immer aufrecht erhalten. Oh, Einsatzschild zerstört.
Aufstieg. Kleine Suche an der Pizza. Also hier geht's schon ab, ey. Jawohl, wir haben's geschafft. Alter! Oh, ein Vögel, ey. Haben wir das? Ist das eben jetzt noch da? Ja, dann holen wir das nämlich mit. Wir haben hier noch mehr Ziele zu erledigen. Wie viele von den Dingern gibt es denn noch? Ach, zu viele leider. Jetzt wird's nämlich richtig eklig. Dann an den Bohrer und dann weiter! Jetzt wird's eklig, liebe Freunde. Sehr praktisch. Auf Fähigkeitenpunkt, ja, Riot Shield. Das Schild mit hohem Tempo und 15. Warum ist das immer mehr? Machen wir hier mal noch die maximale Panzerung für das Team. Achso. Hä? Ist hier immer noch maximale Panzerung? Achso, zusätzliche Reservepanzerung bietet dem Team mehr Schutz. Ah, okay, ne, da haben wir jetzt, glaube ich, die maximale Panzerweste. Skorpione! Ja, ja, Skorpione. Ich bin noch nicht mal da. So, was wir hier machen, ist auf jeden Fall die Falle ausgeben. Und $6000 ausgeben, bis das Nest leer ist, das würden wir hier auch auf jeden Fall packen. Gelbe Pfützen. Kacke, ey. Haben wir keine. Ah, das EMS ist kaputt. Gut. Was Neues. Gerade nochmal. Wenn man hier drunter bleibt, dann ist man so ein bisschen geschützt vor den scheiß fliegenden. Ach, fliegenden, ja. Vor den Skorpionen. Glaube ich mal. Wenn ich mal so in Erinnerung zu haben. Außer wenn sie von überall sonst kommen. Alter. Kommen aber auch so viele Skorpione. Das ist widerlichstens. Boah, was kaputt. Das ist gerade scheiße. Nochmal an. Finde ich gut. Bringt wirklich viel. Hier müsste es die Herausforderung geben, die Falle. Leider ganz schnell gehen, ne? Auch wenn es gut aussieht. Ja, die Hälfte hat er geschafft. Jetzt kommt, glaube ich, der Reno. Man alle Waffen nachladen. Wow, geiler Doppelkill. Skorpion, Doppelkill. Da ist er. Scheiße hier anmachen.
Einsatzschild auf dem Rücken zerstört worden. Jawohl, läuft, aber ich glaube, es kommt noch ein Mimo, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, Muni müssen wir auch mal wieder brauchen. Was doch gerade. Boah, wir haben es geschafft. Leute, wir haben es geschafft. Achso, beim Einsatzschild ist bereits ausgerüstet. Ich dachte, es wäre kaputt. Puh. Wow. Jetzt müssen wir gleich die Atombombe zünden. Aber dazu, es kommen jetzt, glaube ich, keine Aliens mehr, so viel ich weiß. Und das heißt, wir können jetzt in Ruhe alles einsammeln, was es an Waffenverbesserungen und so gibt. Also so war es mal die ganze Zeit. Es waren keine Aliens mehr gekommen und man konnte jetzt alles durchsuchen, weil da gibt es ja auch eine Trophy dafür und das werden wir auch machen. Erstmal war ich noch nie so weit und wirklich nur eine Quest nicht geschafft. Ich könnte so... Oh, ich könnte reiern, Leute. Ich könnte reiern, ey. Was wählen wir uns denn jetzt aus? Holen wir uns das Schild? Das bringt ja nichts anderes was. Aber das hier können wir auch noch machen, so. Eine Quest verpasst. Oh Mann. Wie traurig ist denn das, bitte? Ey, wo habe ich denn eigentlich die Claimers hingeschmissen? Habe ich die weggeschmissen? Scheiße, will ich gar nicht. Ich glaube hier irgendwo... Ja, hier kommen dann noch die Renos. Jetzt am besten hier in den Abgrund springen, das wäre das Top-Ende. So, wir gehen ganz zurück und suchen... Ah ja, wir haben ja noch hier das Trophy-System. Warte mal, wir legen hier ein Trophy-System hin. Das Gute ist, wir haben drei Eliminatoren. Drei! Weil wir noch nicht einmal down waren. Krass, Alter. Bin ich abgegangen. Abgehen! So, jetzt suchen wir hier alles auf. Alles, was es hier gibt. Wegen der Trophy eben, ne? So, Flammenmarkierer. Auch cool. Haben wir auch noch. Sehr schön. Ist zwar... jetzt gerade ein bisschen hinderlich wegen, weil wir wirklich so viel haben, ey. Aber okay. So, wir fangen von ganz hinten an. Wir rollen das Feld von hinten nach vorne. Vielleicht wäre hier sogar eine andere Waffe als die AK. Besser so eine Pumpgun oder sowas. Aber ich bin mir nicht sicher. Das könnte man dann eventuell auch noch hier umändern, weil man hat jetzt die Zeit dazu. Gesagt, wir können jetzt alles absuchen. Dazu machen wir jetzt zunächst mal dieses. Ach, siehst du, jetzt haben wir so viel Zeug. Ah, Muni holen wir auch gerne mit. Oh, wäre das so geil, wenn wir das jetzt packen. Ja, ich zeig's, würde natürlich trotzdem noch eine Runde spielen mit meinem Standard. Mit meiner Standardausrüstung. Auch wenn wir es jetzt packen. Ah, hier ist nämlich noch was. Schnellfeuer, da ist auch schon mal. Sehr schön. Ah, komm, Muni müssen wir jetzt nachladen. Achso, wir hätten sollen nachladen vorher. Oh Mann, bin ich blöd. Da haben wir nämlich nachher keine großartige Zeit mehr dafür.
für die Muni aufzufüllen. Leuchtsignal? Ne, brauchen wir jetzt. Obwohl, das wäre auch nicht verkehrt. Das würde uns auch einiges fernhalten. Wenn wir hier jetzt irgendwo das Trophy-System hinstellen, warte mal, wo war denn das noch, wo es eng wurde? Da hinten wurde es noch eng. Dann holen wir nämlich noch das Leuchtsignal. Ja, ich muss jetzt ein bisschen Vorbereitung machen. Ich habe keine Geschütze, die mich schützen oder sonst irgendwas. Deswegen muss ich jetzt eigentlich hingehen und muss hier ein paar Vorbereitungen. Hier ist nämlich auch nochmal eine Barriere oder sowas, wo wir nicht so ohne weiteres durchkommen. Deswegen müssen wir hier das Trophy-System mal hinparken. Mann, wäre das so geil, wenn wir das hier packen, Leute. Ich würde es nicht aushalten. Als Level 19er. Sehr schön. Ja, persönlicher Rekord für mich. Also das habe ich auch noch nicht geschafft. Jetzt müssen wir aber hier alles abgeiern. Tut mir leid, dass ich euch damit nerven muss. Wie gesagt, das werden wir dann beim nächsten Mal, wo ich spiele, werden wir das hier nicht machen. Noch am Schluss nochmal alles abgeiern. Es geht jetzt mir nur rein um die Trophy. Ja, hier. Obwohl es uns ja jetzt auch schon was gebracht hat, ne? Aber jetzt haben wir aber trotzdem hier nochmal Muni. Ja, jetzt haben wir volle Muni, weil wir hier noch Brandmuni gefunden haben. Okay, dann war das ja eben gar nicht so tragisch. Aber ich wusste die ganzen Spots mal, wo der ganze Scheiß hier liegt, aber irgendwie, also wo er liegen kann, ist ja ein klein wenig variabel. Aber das ist zu lange her. Deswegen muss ich jetzt eben gucken, bis da oben eine Trophy aufblinkt. Muss ich alles explizit durchsuchen. Da ist nochmal was. Ja, also kommt man auch an Geld. Da ist noch was. Semtex-Granaten. Nee, die Claimers sind mal hier lieber. Ah, jetzt hatten wir auch die Claimers wieder. Wo sind die plötzlich hergekommen? So, und hier hinten dran, da war immer ein Haufen Zeug. Überall versteckt. Da weiß ich jetzt natürlich nicht. Also das Leuchtsignal wollten wir noch mitnehmen. Deswegen sind wir hier überhaupt weggegangen. Und dann können wir ins zweite Gebiet gehen, das nochmal durchkämmen. Im dritten haben wir ja so gut wie nichts aufgenommen. Da gibt es noch viel mehr dann. Ach komm, was soll's. Holen wir es mal mit. Wenn er uns schon den ganzen Scheiß hier andauernd anbietet. Alter. Der Zeug hier. Wo ist denn das hier überhaupt? Brandmunition, ja, die ist voll. Panzerfaust. Ich weiß nicht, ob so eine Panzerfaust was bringt. Großartig, ob die wirklich Damage macht. Hier ist noch was drin. Brandmuni. Würde man auch mal ausprobieren, wenn man damit so ein Rhino schneller töten kann. Oder gut Damage schon direkt machen. Wäre das ja auch interessant. So, jetzt sollten wir aber hier soweit alles haben. Ne? Wir waren überall, außer da oben drauf vielleicht noch. Und dann gehen wir weiter ins zweite Gebiet. Dort haben wir uns ja eigentlich schon einigermaßen umgeguckt. Da können wir ein bisschen schneller durch, denke ich mal. Und dann gehen wir noch ins dritte und dann sollte es eigentlich reichen. Ja, hier hatten wir reingeguckt. Dann könnte man noch hier reingehen. Wir können auch einen Heli fliegen lassen auf unserer Flucht, wenn das geht. Habe ich auch noch nie ausprobiert. 3000 Dollar haben wir. Könnte aber auch böse in die Hose gehen. Ah, hier haben wir noch was. Den Griff, jawohl, da geht's doch, da findet man die Dinger auf den abgelegensten Plätzen haben sie das Zeug geparkt. Hier hatten wir eigentlich schon recht viel durchsucht. Die ganzen Häuser dort hinten und an den Autos liegt immer irgendwas. Da hatten wir aber auch schon. Da war irgendwo noch das holographische Visier oder so. Hier hatten wir. Hier ist nix. Na la 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 la. Ja, wie gesagt. Trophy. Ne? Trophy Hunters sind einfach bekloppte Menschen. Was die sich antun. Wir könnten jetzt schon im Hubschrauber nach Hause sitzen. Ah, da ist noch ein Trophy-System. Okay. Ah, hier haben wir das holographische Visier. Das will ich aber jetzt nicht noch holen, weil. Ein Rotpunktvisier habe, mit dem ich schon nicht klarkomme. Aber gut, mit dem komme ich klar. Das ist ein gutes Rotpunktvisier. Dann noch ein Trophy. Da ist jetzt auch wieder eine Folge draufgegangen quasi. Also eine Folge, eine Aufnahme von 15 Minuten. Mehr kann die PlayStation nicht. Am Stück. Ich ja keine Elgato benutze. So, hier gab's nichts. Nee, aber im dritten Gebiet. Also es könnte sein, dass hier noch was ist.
Aber ich glaube, da hatten wir schon was. Ne, da. Da ist noch was. Geil. Ja. Man kann sehen. So. Ich bin echt am Überlegen, ob ich das mit dem Hubschrauber mal probieren soll. Wenn der uns noch Feuerschutz geben würde, das wäre Optimus. Optimus. Prime. Ja, das wäre echt geil. Wenn das funktioniert. Ja, hier war doch immer auch Zeugs. Hier. Nochmal. Alter, die werfen uns zu mit Trophy Systems. Was sollen wir machen? Eine ganze Trophy Army aufbauen hier. Bulldog. Ja. Hier suchen. Ja, $500. Krass, ey. Da könnten wir es wirklich mal probieren. Wenn wir noch ein bisschen Geld. Obwohl. Ah, hier ist. Ach, hier war dieser Elektrozaun. Der war der effektiv. Den muss man, glaube ich, anschalten. Für die Dings da. Für wenn man einen Erfolg will. Weil der macht dann dort hinten. Also, wenn man die Herausforderung will. Scheiße, dann haben wir das gefehlt. Ja, hier geht das Kabel hoch. Das ist dieser Zaun. Und der ist effektiv hier an dieser Stelle. Mist. Das hätten wir können packen. Da hätten wir alle Challenges gepackt. Alle. Mann, bin ich so blöd, aber das wusste ich einfach nicht mehr. Ich hatte noch was in Erinnerung, so ein bisschen düster, dass da irgendwas war. Hat nämlich der... Oh, Kanisterbomben. Kanisterbomben sind auch cool, aber wir haben unsere Claimer. Die sind wir irgendwie momentan lieber. So, waren wir hier oben schon? Nee, ja, da ist auch noch. Nochmal $200. Jawohl, da ist er. Müllsammler. Yeah. Reicht. Also, weiter geht's. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier runter rein sollen. Nachher oder ob wir das jetzt direkt machen sollen. Wie lange der Heli da bleibt, weiß ich nämlich auch nicht. Aber wir könnten eigentlich direkt reingehen, wenn dann... Ich probiere es. Leute, ich probiere es. Wir holen uns den Kampfhubschrauber. Und starten die Atombombe. Und wenn nicht, könnt ihr in diesem Gebiet, da könnt ihr auch noch suchen. Also wenn ihr hier den Müllsammler dann noch nicht haben solltet, könnt ihr hier in diesem Gebiet auch noch sammeln. Da gibt es nämlich auch ja noch Stuff. Stuff en masse. So, zünden wir die Atombombe. Das kann losgehen. Erstmal schön rennen, ja. Na, da ist der Rhino. Ich glaube gerade verlaufen, ja. Jetzt sterben wir einmal. Aber da können wir jetzt wenigstens... Ja, der Heli unterstützt uns. Jetzt können wir wenigstens nochmal hier... kugelsichere Weste leisten und so. Da ist der nächste Reno. Heli, baller schön weiter. Ja, ihr seht, jetzt ist hier die Tür schon aufgegangen. Ah, wir haben kein Einsatzschild mehr. Auf dem Rücken. Jetzt, geh auf. Warum geht das Ding nicht auf? Jetzt. Oh, und Abflug. So, Leute, wir haben es geschafft. Scheiß auf Meteoriten. Yeah. Ihr Pisser. Ich hab's geschafft. Ja, ich bin der Einzige. Ich war immer der Einzige. Dumm Laberer. Hier, Sprinter, du hast eine Trophäe erhalten. Lebend davon gekommen, Trophäe erhalten.
Ja. Der Level 19er ist...